Wir können nach Norden gehen, hey. Und dann hören wir auch, nein, dann hören wir auch gar nicht mehr auf zu gehen. Wir gehen immer weiter. Wir gehen in den Wald. Okay, Norden ist hier. Norden ist da. Jetzt ist Norden da. Eichhörnchen, jetzt ist Norden hier. Nein, ich würde sagen, hier gibt es mindestens noch 10 andere davon. Und bis hierhin ist was hingeweht. Alles klar. Nächtliche Wanderung. Wohin, Herr Prediger? Der Hinweistafel zufolge ist die Form des Felsens natürlichen Ursprungs. Es ist schwer zu glauben. Das ist wirklich schwer zu glauben. Dies muss der Felsen sein. Der mysteriöse Unbekannte muss hier auf mich warten. Ich nehme vorsichtshalber nämlich einen Baumstamm mit ins Inventar. Tief in den Wald. Vogel. Okay, sehr gut. Hier ist eine Hütte. Ich nehme alles mit, was man als Waffe gebrauchen kann. Laubhaufen sind langweilig, außer Maple Creek. Okay, ja, lass mich raten. Mit dem Rechen? Bei dreimal geht er kaputt. Zwei. Drei. Knacks. Das passt schon. Eine Säule ist ein Zylinder. Der Stiel der Axt ist abgebrochen. Und wir haben natürlich nichts. Ja gut, also wenn wir eine Axt, ein Beil hatten wir glaube ich auch schon, ne? Wenn wir also noch eine Axt haben wollen, müssen wir erst Klebeband besorgen oder ich weiß nicht, irgendwas müssen wir besorgen. Irgendwas müssen wir schon besorgen. Ich glaube, ich habe den Fremden gefunden. Ich spreche besser mit ihm, bevor ich mich hier umsehe. Nö. Da ist ein Würstchen. Es wäre unklug, mich nicht vorzustellen. Sicher? Okay, ist ja gut. Detective, so nice of you to finally drop by. Can I interest you in something to eat? Polish sausage, perhaps? It tastes Polish. Ist das ein Vertreter? Why did you leave me that message? I want to help you, but there's one condition. No questions. I see you've handled the bell nicely on your own. Now, my unsolicited advice is to stay focused on the church. Search it like you haven't got a prayer. Because, let's face it, you don't. Hurry, you can still save Kate. And by the way, you might find this handy. Ach, die Kerze. Ja, die Kerze. Wow, danke schön. Kann ich mich jetzt endlich umgucken? The church, Detective. Kate is waiting for you. Und warum kann er das nicht? Wenn er das weiß, kann ich die polnische Wurst. Die polnische Wurst für den Hund. Shouldn't you be searching really? Nein. 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 Da ist eine Angel. Ich will nicht angeln. Wir müssen in die Kirche. Und ich krübel hier über Deutsch-Englisch. Okay, wir müssen in die Kirche. Gehe ich jetzt? Oh, Gott sei Dank. Oh, wir müssen nicht nochmal durch den ganzen... Der Kompass ist auch weg, ne? Klar ist der Kompass weg. Gut, dann machen wir jetzt eben noch das Kerz. Ich finde, der sieht nicht weniger unheimlich aus, nur weil die Augen jetzt nicht mehr leuchten. And where's the preacher? I've been coming here every day for years. And he's always here. I was home, talking to my late wife's memory, when the storm broke. That's the last thing I can recall. Oh, I feel so weak. Legs wobbling like a newborn calf's. Like something just drained the life from me. Uh-huh. But about that girl you're looking for. I saw her a few times with the boy from the farm west of my house. Wir müssen zur Farm. Two, right from my balcony.
Aha, er hat sie beobachtet. Die anderen sind alle weggespritzt wie nichts Gutes und haben den armen alten Mann da stehen gelassen. Das ist aber auch ein bisschen gemein, oder? Man, sure feels like waking up from a bad dream. Aha. Okay. Vielleicht braucht er Hilfe, um nach Hause zu kommen. So, die Kerzen. Eins. Was? Hä, jetzt hätte ich gesagt 1, 2, 3. Ach, ich kann doch alle verschieben. Okay. Okay, das hat nichts mit der Länge zu tun. Mit den Symbolen vielleicht? Aber es ergibt... Also ergibt das Sinn? 1, 2... Das ist aber komische. Tophead, gib das mal bei Google ein. Oh, das lassen sich auch so doof verschieben. Na, hör mal auf jetzt. Das ist aber ein komisches. Die Anordnung auf der Kerze, auf dem Bild? Echt? Oh. Haben wir das noch in den Beweisen drin? Die Anordnung der Kerzen. Ah, warte. Oh ja, danke. Sehr gut. Was? Okay, die, aber die größte steht in der Mitte und die zweite dann rechts und dann... Okay, versuchen wir es einfach mal. Nein, leg die Lupe wieder weg. So, warte mal, die größte war in der Mitte. Die war ganz rechts. Ha! Dankeschön! Sehr gut, Sebo, sehr gut. Immer schwer zu sagen, was eine gewollte Zweideutigkeit ist und was eine Übersetzung für das stimmt. Oh, der Keller. Oh, Wimmelbild. Warte mal, das sieht doch gar nicht so voll aus. Das sah eben gar nicht so voll aus. Okay, na gut. Kaffeebohnen. Sowas finde ich sofort. Tannenzapfen. Tannenzapfen ist hier. Korkenzieher. Ich schaff das. Wir machen doch gleich Feierabend. Ich kann nicht mehr. Ich brauche eine Auszeit. Aber es macht echt viel Spaß, muss ich sagen. Es macht wirklich sehr viel Spaß. Habe ich schon ganz vergessen. Korkenzieher. Metallfigur. Ja, hier ist viel aus Metall. Das ist eine Metallfigur. Eichenblatt. Das ist ein Ahornblatt. Wo ist ein Eichenblatt? Da ist ein Lineal zum Beispiel, aber brauchen wir nicht, ne? Pfeife, Brille, Stift. Oh Gott, eine Pfeife schon wieder. Hier. Diesmal habe ich es aber gleich. Stift ist hier. Muschel. Muschel, Schwan, Glocke. Oh, ich habe Hunger. Muschel, Schwan, Glocke. Muschel, Schwan, Glocke. Muschel, Schwan, Glocke. Da ist eine Glocke. Schlüssel. Da ist ein Schlüssel. Da ist eine Brille. Korkenzieher. Korkenzieher. Ist aber nicht der Korkenzieher. Doch, es ist der Korkenzieher. Oh Gott. Irgendwie gibt es noch den unnötigen Kick. Ja, das stimmt. Da ist auch ein Ahornblatt. Ja. Das gehört aber irgendwie, wie gesagt, Wimmelbilder, oh Gott, Wimmelbildspiele sind ja sowieso so irgendwie so Kategorien für sich, ne? Eichenblatt, Muschel, Schwan. Ach, die Muschel ist doch hier. Eichenblatt, Muschel, Schwan. Oh, das Eichenblatt ist bestimmt wieder irgendwie so special versteckt oder so. Schwan. Muss halt ein bisschen trashig sein, sonst ist das nichts. Ja, das stimmt. Das stimmt. Vielleicht mag ich sie deswegen auch so gerne, weil ich sowas einfach zwischendurch... Das braucht man. Manchmal braucht man sowas, finde ich. Das ist kein Eichenblatt, ne?
Schwan und Eichenblatt, Schwan und Eichenblatt, Schwan und Eichenblatt. Das ist wieder ganz fies versteckt, ich weiß es jetzt schon. Das sind immer so die letzten, die man nicht findet, ne? Das ist immer so, warte, Moment, der Fairness halber. Schwan, Eichenblatt, Schwan, Eichenblatt. Schwan, Eichenblatt, das kann doch nicht so schwer sein. Wir suchen einen Schwan und ein Eichenblatt. Schwan, Eichenblatt, Schwan, Eichenblatt, Schwan, Eichenblatt, Schwan, Eichenblatt. Schwan, Eichenblatt. Schwan, Eichenblatt. Das kann nicht so schwer sein. Da ist ein Schwan. Oh Gott, ich dachte, dass das... Oh. Bier. Bier. Dankeschön. Dankeschön für den Raid. Ich hoffe, ihr hattet einen angenehmen Stream. Wir hatten ihn auch. Stimmt's, Leute? Froren Eichenblatt. Wir spielen Wimmelbild, aber auch nicht mehr allzu lange. Ich mache auch gleich Feierabend. Wir suchen aber ein Eichenblatt. Woher kann ich nicht Feierabend machen? Ich bin Wimmelbild geschädigt. Blatt neben der Lampe. Oh, kommt oben. Was? Auf die Eiche an? Rechts oben. Scheint dir Spaß zu machen. Aber pro Raid eine Stunde Überlänge. Nein, ich glaube nicht. Neben der Lampe. Aber das ist doch... Das ist doch ein Ahornblatt gewesen, oder nicht? Das habe ich doch vorher schon gesehen. Das ist ein Ahornblatt. Was soll man mit der Metallfigur? Die Wurst kriegt der Hund, das ist schon klar. Und den Glockenschwengel, keine Ahnung. Es... Ah, okay. Eine Figur kommt hier rein. Ah, da kommt der Schwengel rein. Hey. Den Ast haben wir auch noch. Wir brauchen noch eine Figur. Ein passend geformtes Objekt einsetzen. Ja, alles klar. Was? Ach, das ist alles nicht wichtig. 13. Juli 1980. Verflixt, er ist entkommen. Wenn er mich ausliefert, finden sie die Leichen. Ich muss sie wegbringen. Doch wohin? Ja, wir haben die Leichen schon gefunden. Dies hat ohne Zweifel der Mörder verfasst, aber das nimmt sie nicht mit, okay. 17. September 2011. Meine Herde. Das Wort heißt Lucula. Aber, es gibt auch Eichenblätter, die so ausschauen. Mann, oh. Ich kenne nur ganz normale Eichenblätter. Kopfschüttel. Meine Herde beginnt zu erwachen. Thomas Walker ist keine Bedrohung. Er wird als nächster verrückt werden. Doch dieser Bauernsohn, er ist zu schlau. Ich brauche neue Lebenskraft. Nimm das doch mit, neue Lebensenergie. Das nimmt sie nicht mit. Was ist das? Tourpark. Tourpark Shakur. Spiegelsee, Eisfälle, Statuenfelsen, die Kahlenfelsen, Hirschwiesen, Spiegelsee. Auf der Karte ist ein Punkt am See markiert und ein weiterer tiefer im Wald. Nimm mit. Ah, macht sie. War da eben Robin drauf von Batman und Robin? Okay, hier fehlt uns was. Gott sei Dank, denn das sieht schon wieder kompliziert aus. Okay. Aber das nimmt sie nicht mit, ne? Warum nimmt sie das nicht mit? Das sind doch Beweise. Mal zählt das dann wieder das eine. Ja, ich weiß auch nicht. Hier sind auch Pilze in der Wand. Aber wir haben auch Beweise schon wieder, ne? Ist da vielleicht das Versteck des Predigers? Das könnte sein. Ah! Der Prediger ist mein Hauptverdächtiger. Ja, das hatten wir schon. Er muss ein Versteck vor der Stadt haben. Könnte dies das Versteck sein? Ein Bootshaus am See? Auf der Kante aus der Kirche ist neben dem See ein Punkt markiert. Auf der Karte, nicht Kante. Ja, Karte. Es ist spät. Der Pfad müsste in der Nähe des menschenförmigen Felsens sein. Links, rechts, links, links, rechts. Haha, das Versteck des Predigers.
Diese Charakteren denken nur, dass man gerade braucht und nicht, was man später noch brauchen könnte. Davon bekommst du auch Kopfweh. Echt, bekommt ihr auch schon Kopfweh? Wir machen den Feierabend. Okay, wir haben aber auch... Ist hier noch irgendwas? Warte mal. Der Runencode, das haben wir erledigt. Das sagt uns noch nichts. Das hat sich eigentlich auch erledigt, ne? Tatort. Und eigentlich hat doch der Thomas Walker auch irgendwas damit zu tun. Okay. Jetzt ist die Musik weg. Das macht es noch unheimlicher. Hinunter. So, wir haben das Würstchen. Geben wir das Würstchen nochmal dem Hund oder setzen? Ich glaube, wir setzen hier das nächste Mal an, oder? Ich meine, das mit dem Würstchen kriege ich vielleicht noch auf die Reihe. Für den Anhänger habe ich noch keine Verwendung. Die Messingkeile, da fehlen uns noch 5 Stück für. Den Ast, keine Ahnung. Was, den hauen wir dem Priester wahrscheinlich um die Ohren. Ich habe keine Ahnung. Das Würstchen, da denke ich vielleicht dran, oder? Wuff. Ja, das Würstchen ist schon klar. Das ist für den Hund. Nach jedem Wimmelbild. Was nach jedem Wimmelbild? Vom Meme der nackten Kanone auch. Ach so, ja. Stimmt. Oder geben... Nein. Wenn ich jetzt dem Hund das Würstchen gebe, dann kann ich auf dem Hof weiter, auf der Farm weitermachen. Das ist keine gute Idee. Ich glaube, wir machen jetzt Feierabend, würde ich sagen. Aber es macht auch so viel Spaß. Na komm, wir geben dem Hund eben noch die Wurst. Der hat bestimmt Hunger. Wo war denn das? Wo waren die Farmen? Nee, da müssen wir durchs Ganze. Spaß ist toll, ja. Die Farm war durch den Balkon, ne? Ja, durch den Balkon. Oh Gott. Ja. Zum einsamen Haus. Die Landstraße entlang. Da ist die Farm. Da ist der Hund. Guck mal, Hund, ich habe eine polnische Wurst für dich. Ach so. Ja, 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 ist gut. Ist gut, ist gut. Ich packe sie dir jetzt da rein. Ist gut. Guck mal, Würstchen. Leckerschmecker. Feini. Guck mal, jetzt lässt er uns da so rein. Toller Wachhund. Toller Wachhund. Ja, genau, du kannst dem armen Hund ja nicht so lange hungern lassen. Die Frau sagt das auch. Das macht auch nur vom Zuschauen fertig. Okay. Das Rad hängt nur noch an einer rostigen Radmutter. Das sagt man dreimal hintereinander. Rostige Radmutter. An diesem Wagenheber fehlt der Griff. Aha. Zur Scheune. Eine Kettensäge. Kriegen wir die? Was? Nein, nicht auseinandernehmen. Ich will die Kettensäge. Was? Nein! Zwecklos, die Kette ist kaputt. Ja, aber nimm sie doch nicht auseinander. Ich will die Kettensäge. Hier läuft ein Mörder rum. Mit angezogener Handbremse bleibt der Traktor, wo er ist. Na, Gott sei Dank. Aha. Oben im Loft liegt viel Zeug herum. Das dann nennt man auch Loft, wusste ich gar nicht. Ich dachte, das nennt man nur bei Wohnungen so. Ach herrje, ich glaube, hier haben wir eine Menge zu tun. Ah, warte, lass mich raten. Eine sehr stabile Leiter, viel zu schwer zum Hochheben. Was? Das ist eine normale Holzleiter. Und jetzt sollen wir den Trecker als Gegengewicht für die Holzleiter benutzen. Sehe ich das richtig? Gut, können wir die Handbremse lösen? Natürlich können wir die Handbremse lösen. Und er macht natürlich ein Tuckergeräusch, wenn er da weggerumpft. Das ist schön. Schieb mir die Wurst in den Schlund. Sie hätte schon einer Stunde Pause gemacht. Ach, die Frau. Liebe Grüße an die Frau. Oh, das geht. Die Leiter da ranzuschieben, das geht. Dafür ist sie nicht so schwer. Komm. Katze! Miezekatze! Oh, das war gesucht. Habe ich die jetzt dabei, die Katze? Komm, das eine Wimmelbild machen wir noch. Wir wimmeln jetzt noch ein Bild und dann so war ja. Ist das eine Ameise? Das ist eine Riesenameise. Das ist eine Riesenameise. Ach, schön. Miau.
So, Spielzeugpistole, Staubsauger, Automotor. Da ist ein Bohrer. Oh, der wurde sogar gesucht. Spielzeugpistole, Staubsauger, Automotor. Automotor? Ach, da hinten. Ist das eine Flexileine? Das ist eine Flexileine, okay. Lass mich raten. Ist das schon wieder die Gabel? Das ist keine Gabel, das ist eine Forke. Ah ja, Fork. Klar. Gabel links. Ja, es ist die Fork. Ja. Alles klar. Spielzeugpistole, Staubsauger. Staubsauger kann doch jetzt auch nicht so schwer sein, oder? Aber Staubsauger könnte auch was anderes sein. Staubsauger hinter dem Haken rechts oben. Oh, da! Es ist so ein Standding. Hm, Dankeschön, super. Ihr seid klasse. Ihr seid klasse. Ihr macht das ganz alleine. Ich klicke nur noch an. Ich puppe rechts neben dem Fernseher. Stimmt. Ach, Spielzeugpistole. Ist auch da. Keyboard, ganz links. Keyboard. Oh ja. Sehr gut. Sehr gut. Mistgabel für Nicht-Norddeutsche. Richtig. Ja. Ja, gut. Mistgabel sagt man auch. Und das ist die Übersetzung. Fork, ne? Ich weiß. Rollschuh da, wo Staubsauger war. Papier, Metallsäge, Sprühdose. Metallsäge, Sprühdose, Papier. Metallsäge, Sprühdose, Papier. Metallsäge, Sprühdose, Papier. Ich kann nicht mehr gerade ausreden. Guck mal, hier ist eine Pfeife. Hysterisch. Ich werde schon hysterisch. Metallsäge, Sprühdose, Papier. Das ist kein Papier, das ist eine Karte. Die Karte ist aber nicht das Papier, ne? Nein, okay. Ist das eine Infrarot? Ist das eine Wärmelampe? Papier ist auch nicht das Heft hier. Über dir? Was denn? Was ist über mir? Klebeband ist ja auch versteckt. Aber Klebeband brauchen wir doch gar nicht. Stimmt. Was ist denn über mir? Die Metallsäge. Ich sag das Wort normalerweise gar nicht, ne? Aber lol. Wirklich. Danke. Okay, Papier. Papier, Sprühdose. Denkt dran, wir werden dieses Wimmelbild garantiert wiedersehen, ne? Also lernt die Sachen schön auswendig. Sprühdose, Papier, Sprühdose, die erkennt man doch. Das sind doch Sachen, die man kennt und erkennt. Warum sehe ich die nicht? Da ist ein Pferd, da ist eine Flasche. Hier ist eine Kelle. Zigarettenschacht, hier ist ein Frisbee. Eine Mütze? Paper? Meinst du, das ist was anderes? Auswendig lernen und dann eine Woche so oder so einprägen? Ja. Auf jeden Fall, ich frage das ab nächste Woche. Aha. Unter dem Sattel? Nee, das ist eine Zeitschrift. Ja, da habe ich eben schon drauf geklickt. Das ist nicht das Papier. Hier ist ein Fisch gemalt. Und da ist so ein Austernpilz, oder wie die heißen. Nee, so ein Baumpilz. Sprühdose Papier. Sprühdose, Papier. Ich sehe nicht annähernd etwas, was wie eine Sprühdose aussieht. Wie heißt das im Englischen? Ja, Paper? Kann ja eigentlich nicht sein, ne? Aber Sprühdose? Oh Gott. Ach, Mensch, auf Englisch. Nein, Englisch. Can. Versuchen? Nein. Das wäre auch ein Jerry-Can, ne? Das wäre keine Spray-Can, also von daher. Hätte ja sein können. Sprühdose. Hier ist eine Eierschale. Bäh. Mal ehrlich, das sind gar nicht so viele Sachen, die hier sind.
Und trotzdem. Sprühdose Papier. Die Cola-Dose, meinst du? Oh Gott. Stimmt, wäre auch eine Can gewesen. Hm, sehr gut. Kann doch eine Zeitung sein, Newspaper. Ja, aber die ist es nicht. Ich habe da jetzt schon ein paar Mal drauf geklickt. Also die ist es nicht. Also ja. Ja, und das ist B, das ist nicht das erste Mal gewesen. Das ist nicht das erste Mal gewesen. Oh, da kommt schon. Da ist schon wieder eine Spinne. Warum sind die überall Spinnen? Also das war nicht das erste Mal, dass wir sowas hatten, wo wir uns gegen Kopf klatschen. Aber hier Paper kann ich irgendwie Zigarettenpapier oder... Nee, ist es nicht. Da ist eine Karte. Papier, Paper. Ich klicke jetzt den Müll mal hier an, der hier überall rumliegt. Selbst die Unterhose klicke ich jetzt an. Und am Hammer, das Weiße. Wo ist der Hammer? Warte, Hammer. Ja, es sieht tatsächlich, es sieht so aus, aber nö, ist es nicht. Ich klick's an. Nee, die Karten habe ich auch schon gedacht, aber es ist auch nicht. Oh! Willkürlich geklickt. Willkürlich geklickt. Danke. Danke. Was haben wir jetzt genommen? Jetzt haben die Metallsäge, okay. Das Loft ist erledigt. Was ist das? Nee, das geht zur Farm zurück. Warte, nein, das was doch. Ist das jetzt nur die Kettensäge? Das heißt, ich muss eine Kette suchen? Oh nein! Ja, was war's? Es war irgendwas Krumpeliges, irgendwas Zerknülltes, ein zerknülltes Papier, was da einfach gelegen hat. Ich habe wild um... Das hätte auch Untergrundboden sein können. Es hätte Untergrundboden sein können. Oh. Messi-Bude, ja. Diana, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Es ist eine Messi-Bude. Wir sollten das Spiel auf Englisch spielen. Ich glaube auch. Ich glaube auch, dass wir es auf Englisch spielen sollten. Dann würde ich zwar auch nicht besser sein, aber trotzdem. Komm, das schaffen wir. Noch eins schaffen wir noch. Eins schaffen wir noch. Und dann gehe ich weinen, okay? So, Nummernschild, Tennisschläger, Regenschirm. Nummernschild, Tennisschläger, Regenschirm. Oh Gott. Regenschirm. Was ist das denn? Tennisschläger. Stück Leder. Das könnte auch alles sein. Ein Stück Leder kann alles sein. Nudelholz, Pferdchen. Nudelholz, Pferdchen. Wieso weinen? Feiern als Wimmelbill Queen. Das war aber kein Tennisschläger. Das war quasi ein Squash-Schläger oder sowas. Ist doch egal. Es ist ein Schläger gewesen. Toaster. Toaster. Toaster ist hier. Palme, Tuch. Palme, hier. Tuch. Nee, Tuch. Das war ein Stück Leder, das war kein Tuch. Hier hängt schon wieder, guck mal, hier hängt schon wieder ein Strumpf, ein Netzstrunz. Strunz, Strof. Was? Strumpf. Rose. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Ah, da ist die Schere. Siehst du, wenn das blau unterlegt ist? Oh, warte, sorry. Entschuldigung, sonst heißt es wieder ungleich oder sowas, ne? Nudelholz neben Käse. Den Käse habe ich gesehen, auf Käse achte ich. Nudelholz. Neben dem Käse? Nudelholz? Ach da! Oh, schon wieder so versteckt. Tuch. Pferdchenlineal. Pferdchen. Pferd. Ist Tuch eventuell das Stoffdingens am Geschirrspüler? Oh, tatsächlich. Oh, sehr gut. Sehr gut, Behe. Sehr gut. Pferdchen oben auf dem Schrank. Oh ja, da. Eine Statue.
Das Lineal. Neben Schaufel, Schaufel? Da ist ein Kamm. Doch nicht. Ach so, okay. Nee, hat sich erledigt. Aber wo ist das Lineal? Wir brauchen jetzt nur das Lineal. Die anderen Sachen brauchen wir. Und da ist ein Teebeutel. Das ist ein verwirrendes Spiel. Ich finde jetzt viele Sachen, die wir im anderen Spiel. Da ist eine Krawatte. Jetzt finde ich die ganzen anderen Sachen, die nicht gesucht sind. Lineal. Oh, hier. Oh mein Gott. Ich kann es nicht glauben, wir haben es geschafft. Und krieg. Neben all den Sachen, die wir gefunden haben, kriegen wir ein Stück Leder. Nee, in die Garage gehe ich jetzt nicht mehr. Jetzt reicht's. Muss ich das speichern? Speichert das von alleine? Es speichert von alleine, oder? Wir gehen ins Hauptmenü. Ich mache Feierabend für heute. Ja. Speichert. Oh, Gott sei Dank. Okay, ihr Lieben. Aber ich muss sagen, es macht mega Spaß. Oh Gott, ich könnte morgen gleich weiterspielen. Aber morgen gibt's Conan. Morgen gibt's Conan. Es macht echt sehr viel Spaß. Ein Stück Leder, das haben wir dringend gebraucht. Ne? Perfekt zum Schluss machen. Ich glaube auch. Lieber Pause machen, es wird nicht besser. Ich glaube auch. Vor allen Dingen, ich werde wahrscheinlich nicht abschalten können gleich. Ne? Ich muss gleich mal wieder runterkommen. Aber das macht echt Spaß. Oh Mann, warum haben wir Ewigkeiten kein Wimmelbild mehr gespielt? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wir müssen unbedingt ganz schnell weitermachen. Ich will wissen, wie es weitergeht. Wie war nochmal die Story? Ich weiß es nicht. Es hat sehr... Oh, trinken ist wichtig. Warte. Ich habe nur noch eine Cola, aber weißt du was? Ich glaube, selbst die könnte mich heute nicht mehr vorm Schlafen abhalten. Ich trinke gerne noch einen Schluck Cola, weil ich habe tierischen Durst. Und hallo Beamschauer, schön, dass du da bist. Habe ich dich vorhin nicht begrüßt? Habe ich dich übersehen oder hast du dich jetzt erst gemeldet? Ich weiß nicht. Wenn ja, tut's mir leid. Wimmelbildspiel halt. Einen wunderschönen guten Abend. Das hat viel Spaß gemacht, ne? Ja, finde ich auch. Wir spielen viel zu wenig sowas. Prost auf euch, ihr Lieben. Der Kopfratter, definitiv. Willem, dir eine gute Nacht, Schlafschirm. Bier dir auch. Dankeschön nochmal fürs Raiden. Jetzt wird die Musik so dramatisch. Ossel dir auch. Passt auf euch auf. Bleibt gesund, bleibt geduldig. Eine wunderschöne gute Nacht wünsche ich euch. Querkuss dir auch eine gute Nacht. Beamschauer, hallo. Hi. Sevo, auch dir eine gute Nacht. Schlaft schön. War anstrengend, auch etwas anstrengend. Ja, aber dank euch sind wir so weit gekommen. Sonst wäre ich wahrscheinlich noch bei weitem nicht so weit. Vonmel dir auch eine gute Nacht, Schlafstehen. Vincent dir auch eine gute Nacht. Beamschauer, eine gute Nacht wünsche ich euch. Vielen lieben Dank für den wunderbaren Abend. Hat sehr viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Morgen gibt es 17 Uhr Conan Exiles. Und ich denke mir mal, vielleicht gibt es zwischendurch auch nochmal einen Stream. Ich sage dann auf Discord Bescheid. Und das spielen wir spätestens nächste Woche weiter. Mal gucken. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Alles Liebe wünscht euch, Lissi. Macht's gut, ihr Lieben. Gute Nacht, schlaft schön, macht's gut.